Herzlich willkommen in eurem Teamboard, eurer Online-Pinnwand. Hier oben links seht ihr, in welchem Board ihr euch befindet. Rechts oben könnt ihr in die Chat-Funktion wechseln. In diesem Chat könnt ihr euch im Team Fragen stellen oder Aufgaben verteilen. Rechts unten könnt ihr in das Online-Whiteboard hineinzoomen. Über die Scrollbar bewegt ihr euch von rechts nach links. Nun wollt ihr ein eigenes Textfeld anlegen. Per Klick in den hellblauen Untergrund könnt ihr diese Funktion auswählen und ein Textfeld wird erzeugt. Dieses könnt ihr per Doppelklick mit Schrift versehen und danach nach eurem Belieben kreieren, also zum Beispiel farbig füllen. Per Klick in den hellblauen Untergrund ist es gespeichert und ihr könnt es nun an die richtige Stelle schieben. Ebenso könnt ihr natürlich die Textgröße, die Textart und die Textschrift bestimmen. Oben links findet ihr einen Farbcode. Jeder von euch legt seine Textfelder am besten in der vorgegebenen Farbe an. So behaltet ihr den Überblick. Per Klick auf den hellblauen Untergrund öffnet ihr die Toolbar. Hier lassen sich ebenso Grafiken einfügen und verschiedene Dateiformate, wie Bilder oder Videos. Das war's schon mit unserer kleinen Einführung in eure Online-Whiteboards. Viel Spaß damit!